Herzlich willkommen, meine Leute, zu einem neuen Part von Let's Play The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Der letzte Part war ja sehr spannend, weil wir da ja die ominöse, war das eine Fee, Geist, Dämon, whatever, gefunden haben, was uns zu der Höhle gebracht haben. Wir waren jetzt der Auserwählte, der das besondere Schwert hat. Die Pi heißt die, genau. Wir kommen mit einer Taste auch herbeibeschwören, weil die Schilder sind unser Schwert. Und wir sollen es jetzt aufmachen ins Dorf, um Proviant zu holen für unsere große Reise zum Erdreich, die wir dann in dem darauffolgenden Part wohl vermutlich angehen werden. Alles klar. Dann gehen wir mal durch die Tür. Let's go. Genau, Sam ist auch Spiel. Wieder am Start. Das Bild heute auch wieder, weil wir uns immer abwechseln. Guten Tag. Los geht's. Ich hörte, dass der Schwertmeister Bedenken bezüglich deiner Reise hat. Vielleicht solltest du vor deinem Aufbruch nochmal kurz bei der Übungshalle vorbeischauen und mit ihm reden. David, ich vertraue dir. Finde Zelda. Okay, also Schwertmeister und Zelda. Das zwei Sachen. Ja. Ach nee, Zelda ist ja verloren. David! Ja. Das trifft's doch sehr gut. Diese grüne Kleidung steht dir wirklich gut. Du siehst aus wie ein wahrhaftiger Ritter. Bin ich auch. Ich habe vom Direktor erfahren, dass du losziehst, um nach Zelda zu suchen. Du bist wirklich unglaublich. Ich weiß. Ich würde so etwas niemals schaffen. Hier, das habe ich für dich gemacht. Vielleicht nützt es dir auf deiner Reise. Bitte eine Flöte. Abenteuertasse erhalten. Oh, sheesh. Aber ich hätte auch Dankeschön. Oh ja, ganz viel Platz hier. Na, Logo. Das ist eine Abenteuertasche. Darin kannst du bis zu 4 Items verstauen. Ein bisschen größer ging nicht, oder? Wenn du möchtest, kannst du im Bazar ein paar Items kaufen. Die kannst du dann in dieser Tasche aufbewahren. Ich bin sicher, ein Schild oder ein Herztrank werden dir auf deiner Reise besonders nützlich sein. David, ich glaube ganz fest daran, dass du Zelda finden wirst. Glaube ich auch. Weil das ist ja in jedem Zelda-Spiel so. Ich muss Zelda finden und sie retten. Easy. Ja, macht Sinn. Oh nee, die kann ich dir abstechen. Nee, kann ich nicht. Ja. Die war voll gemein, die hat Bardo geholfen. Hat mich auch angegriffen während der Zeremonie. Das ist das erste Mal, dass ich irgendwie auch angreife. Guten Tag, der liebe Herr. Da sind wir in der Übungshalle unterwegs. David, der Direktor hat mir erzählt, was passiert ist. Ich mache mir Sorgen um Zelda. Ich weiß selbst nicht viel darüber, aber dein Schwert hier stammt nicht aus dem Wolkenhort. Vielleicht doch. Man sagt, es sei ein uraltes Artefakt, welches nur vom auserwählten Helden geführt werden kann. Dass du das Schwert trägst, kann ich mir schon denken, was das zu bedeuten hat. Vielleicht nicht, dass ich der Auserwählte bin? Wer weiß. Ich würde dir gerne noch etwas beibringen, David. Aber dazu musst du dir erst ein Schild zulegen. Dann unterrichte ich dich in der Kunst der Abwehr. Dadurch bist du dann perfekt für den Kampf vorbereitet. Ja, dann gönne ich mir jetzt mal schnell eins. Das klingt doch mal nach einem Plan. Genau, gönn dir mal ein wildes Schwert, wildes Schild. Den du rausgehst. Räderschule, da ist das Bazar voll in der Mitte. Einfach Abkürzung nehmen. Natürlich Abkürzung. Aber es ist schon wild gemacht. Also ein hartes Mal ist die durchaus nette, schöne Insel hier verlassen muss. Gebiete, die Steintafel, die du gestern Nacht eingesetzt hast, steht in direkter Verbindung zur Passage ins Erdland. Die Lichtsäulen ist von hier aus gesehen in südlicher Richtung erschienen. An ihrem Fuß befindet sich ein Loch in den Wolken, das nach unten führt. Ich muss dich darauf hinweisen, dass deine Überlebenschancen im Erdland gering sind. Dankeschön. Solltest du bloß mit einem Schwert bewaffnet sein. Ich empfehle dir im örtlichen Bazar, ein Schild oder einen Herzrang zu erwerben.
Der dritte, der das mir sagt. Dankeschön. Ja, damit du das ja nicht vergisst. Dann wissen wir schon mal, wo wir nachher hin müssen. Ich gehe doch gerade im Bazaar. Moin, moin. Ich bin's, Tim hier. Was verkaufst du? Ah, willkommen, Sia. Willkommen im Trankladen, mein hübscher Ort. Dankeschön. Wenn du verletzt wirst, wirkt mein Herztrank wahre Wunder. Kaum getrunken, fühlen sich deine Herzen wieder auf. Na, was sagst du? Gönn ich mir mal. Du gehörst doch zu den Rittern, nicht wahr? Einer wie du sollte auf jeden Fall immer einen dieser Tränke bei sich tragen. Du hast ja gar keine leere Flasche. Ich kann dir leider nur einen Trank verkaufen, wenn du eine Flasche hast, in die du füllen kannst. Aber weil du es bist, schenke ich dir eine, mein Hübscher. Oh, danke schön. Ich fühle mich geschmeichelt. Neben unseren Tränken kannst du auch allerhand andere Dinge in die Flasche füllen. Also pass mir ja gut darauf auf. Oh, ich habe eine leere Flasche erhalten. Du Flasche. Sieht ja aus wie mein Bruder. Uff. Ist natürlich nur ein Witz. Ich gebe die Flasche gleich in deine Abenteuertasche. Drücke R, um einen Blick darauf zu werfen. Während du R gedrückt hältst, kannst du dann ein Item auswählen. Lass R los, wenn sich der Zeiger auf dem gewünschten Item befindet, um deine Auswahl zu bestätigen. Wenn deine Tasche so voll ist, dass du nichts mehr tragen kannst, kannst du deine Items im Itemlager abgeben und aufbewahren lassen. Aber genug der Erklärung. Willst du nicht etwas kaufen? Ja doch, eigentlich schon. Oh Mann, das habe ich schon vorgelesen. Na klar will ich was kaufen. Siehst du die vielen Tränke hier vor mir? Stell dich vor eine Schüssel und drücke A, wenn du einen davon kaufen möchtest. Ach so. Keine Angst, ich erkläre dir nochmal, wie alles funktioniert. Okay. Ja. Passt. Welcher sieht gut aus? Der rote da. Ja. Das hier ist ein Herztrank. Erfüllt, sage und schreibe ganze 8 Herzen auf. Ohne solchen einen Trank würde ich... Oh, 20 Rubine. Ja, ist mir egal, Gib. Wir haben alles Geld. Ja. Ta-ta-ta-tam, ein Herztrank habe ich bekommen. Ja, die Dinger sind überlebenswichtig. Natürlich. Ganz besonders für David. Dankeschön, jetzt... Was soll David wieder sagen? Dass du scheiße bist. Oha. Aber das ist ganz, ganz dünnes Eis. Hat hier irgendwas? Was? Die Tasse, drück mal R. Oder doch nichts. Eieiei. Ich will eigentlich kein Holzschild, aber es muss man immer mit einem Holzschild anfangen, oder? Wie da aussieht. Wenn die nichts anderes haben, sieht's ja mir doch mal verdächtig aus. Ja. Natürlich geht's kaputt. Mhm. Natürlich. 50 Rubine! Willst du mich? Wie der mich angeguckt hat. Dann halt nicht. Ja. Oh, was ist denn das? Was sehe ich in meinen Augen? Gar nichts. Der heißt Aladdin. Cooler Name. Ich finde eine kleine Anspielung auf Aladdin. Ja. Aber auf Fisch bestellt. Junger Freund, ich sehe, vor dir liegt ein beschwerlicher Weg. Es ist voller Gefahren, steile und mit Hindernissen gerade über See. Junger Freund, solltest du dein Ziel je aus deinen Augen verlieren, blicke ich für dich in die Zukunft, denn ich bin ein wahrhaftiger Wahrsager. Ah. Ja, Mann. Vertraue meine sanften Augen. Lausche meiner klaren Stimme. Dann droht dir keine Gefahr. Komm jederzeit zu mir, junger Freund. Alles klar, Aladdin. Aladdin, nicht Aladdin. Jetzt nennen wir den ersten Aladdin, ey. So, also ich brauche dann Geld. Oder? Nee, will ich nicht trinken. Hallo, will ich nicht trinken? Bier? Dankeschön. Ey, der ist das A gedrückt. Uff. Was brauchst du jetzt? Geld. Kann einfach mal zur Bank gehen, Lüge. Es gibt keine Bank. War ja auch ins Herz. Kann man dir irgendwie helfen? Nee, es hat aber die ganze Zeit gepiepst, es hat mich genervt. Ja, weil du R drücken müsstest. Ja. Speicherplatz ist so voll, gell?
Ja, ich weiß, dass der fast voll ist. So, dann brauche ich hier irgendwie Geld. Die Frage ist, woher gibt das Geld? Vielleicht bei Feldern, wenn du das Zeugs abmähst. Da gibt es ja fast immer Rubine dafür. Ja. Wow, mit einem werde ich nicht sehr weit kommen. Naja, ist halt besser als nix. Jetzt hast du 22. Du musst ja einfach ein bisschen Zeugs farmen. Auch mal ein bisschen, rumhauen, da ist auch meistens was drin. Oder auch nichts. Manchmal aber schon. Oh, glaubst du, ich kann da was kaputt machen? Oder du klaust was. Oh ja, lass mal klauen. Guten Tag, ist hier jemand zu Hause? Weil wenn nicht, dann klau ich was. Oh ne, ich kann nichts kaputt machen, das ist traurig. Ja, sehr, sehr traurig. Dass der arme Santa nichts kaputt machen kann. Mensch, oh Mensch. Unnötig. Unnötig, unnötig. Alles unnötig hier. So, haben Sie Geld, werte Frau? Hi. Hallo David, hast du hier irgendwo meinen Cookie gesehen? So läuft mir ständig davon. Ich mache mir große Sorgen. Was ist denn Cookie? Geld, wenn du Cookie da einsammelst. Helf irgendein Tier. Wird nicht die Katze. Keine Ahnung. Ja, irgendwo Felder sind, kann ich ja auch gut. Geld damit machen. Es gibt ja keine Felder. Irgendwie also Zeugs zum Abernten. Ach, warte, ich hole mal wieder. Ja, habe ich. Ah, aber ich habe kein Geld. Ich will. Juckt mich doch nicht meine momentane Spielzeit. Entschuldigung. Ja, wie gesagt, am meisten Geld bekommst du am ehesten noch, indem du einfach Mission machst. Oder? Natur hat mal da überall dagegen hauen. Als ob es in Büschen nichts gibt, das wäre ein anderes Spiel, gab's da was. Gegen Bäume mal hauen, das weiß ich auch nicht. Warte. Also ein bisschen gibt's gar nichts, gell? Dann hast du wohl kein Geld. Och Mensch. Siehst du, da hast du Geld. Blauen Rubin. Ja, nice. Hast du mal 5 Rubine mehr, sei es das Stuff. Ach, hier gibt's auch sehr viel irgendwo was. Nicht mit meiner Unbegabung. Einfach Sachen kaputt hauen. Guten Tag, der Herr. Aber es sieht halt, ich finde, das sieht halt echt wild aus. Du musst mal schon mal festhalten hier. Das auf jeden Fall. Ja, da, nix! Hä? Da! Ja! Da. Ganz, ganz viel! Oh, nice! Ein Rubin! 5er Rubin! Ich bin schon bei 33. Schreien! Hast du die Banner übersehen, ne? Ja. Wild. Ist das eine Tür? Ne, ist das nicht. Das ist keine Tür. Schau mal, das ist hier eine Katze. Ey, das ist Cookie! Cookie! Kannst du gleich mal zurückbringen, dann bekommst du auch Rubine. Hey Cookie, schau mal! Sehen Sie sich das an, Madam. Was mit der? Hi. Die ist doch direkt neben dir! Ist das nicht Cookie? Das ist Cookie. Ich glaub, das ist die andere Katze. Ach man, das ist doch Cookie. Schau mal, wie süß. Das muss Cookie sein. Ich würde sie auch Cookie. Oh, jetzt habe ich hier. Hier kann ich jetzt durch. Cool, konnte ich doch wohl nicht. Warten, nee. Nee, die will ich nicht ansprechen, das ist zu niedlich. Oha.
Hier gab es doch auch immer so Geld. Im Friedhof. Ja. Warte, wetten, das ist ein Puzzle einfach nur. 10. Ja. Sag ich doch, es gibt Geld. Ja. Sag ich doch, es gibt ganz viel Geld. Das hast du gleich bekommen. Zumindest ab und zu. Ta-ta-ta-ta, nur noch 10. Ich fühle mich gerade echt wie ein Streuner, der nur so nach bisschen, Geld sucht. Bisschen Geld sucht. Wie so ein Pfandflassensammler. Ja, bist du gerannt? Eine Spende, bitte! Eine Spende! Eine Spende, bitte! Ja, ganz, ganz genau. Ah, jetzt haben wir es dann fast zusammen. Jetzt haben wir so ein 42 Rubine. Ja, easy. Hier ist doch mal ziemlich selten. Ja, das meinte es. Hier finde ich das viele. Oder halt auch nicht. Wenn du das behutsam machst, dann finde ich auch Rubine. Weil ich sehe, da gibt Rubine. Ja, da ist doch ein fetter. Ich mach trotzdem zu Ende hier. Ach ja. Ein bisschen Geld. Je mehr Rubine extra du hast, je besser ist es. Ja, natürlich. Ja, mein Umgang. Wenn man Money hat, dann will man lieber noch mehr Money haben. Geizig bin ich. Money, money, money. Siehst du, must be funny. There is my... Siehst du, haben wir aus den 60, Rubine. Da kann man doch gleich dahin sprinten und uns auch ein Schild kaufen. Das ist doch wild. Das Schild ist wild. Tadam. Tadadadam. So, dann sind wir hier im Bazar angekommen, um uns dieses tolle Schild zu gönnen. Na, ja. Kulkan, gib es mir. Gib es mir. Okay. Her damit. Du hast nur als Hit erhalten. Ich finde dafür, dass man da Zelda rettet, könnten die es einen eigentlich auch sponsoren, so. Weil man ja quasi für das Land in Krieg zieht. Ah ja. Ja, da halt zumindest gegen dunkle Mäste kämpft oder was auch immer das halt dann sein wird. Ist. Ja, kannst das Feld ja, genau. Nein, lass es doch, oder? Ich kann es aber nicht nehmen. Wieso? Keine Ahnung, das tut es immer wieder weg. Ah, sorry about that. Yes. Schau mal, das tut es immer wieder weg. Ja. Warte doch. Nee, jetzt will ich mal schauen. Wetten, du trinkst jetzt die Flasche. Nee. So, es halt nicht noch nichts. Siehst du? Hä? Gewehr. So, warte mal. Och Mensch, oh Mensch. Ja, und jetzt macht ZL. Moment. So. ZR? ZL. Keine Ahnung, mach irgendwas. Geh. Ja. Ich bin angepisst, weil ich das Wert dahin gesaft hab, ne? Ja, das hilft. Aber so sieht der Link aus, irgendwie ein richtiger Link aus, der Bock hat, in Abenteuer zu gehen und zu kämpfen. Obwohl, warum gehe ich da so hoch? Das nützt doch eh nichts. Ich weiß nicht. Gibt es noch Sachen, die du erledigen willst? Da muss ich rein. So, mal, I have mal to rein. Train. Oh, David. Einen sehr guten Schild hast du bei dir. Nee, eigentlich nicht. Ist voll Betrug eigentlich. Dann lass uns doch mal die Kunst der Abwehr üben. Fangen wir mit dem Grundlagentraining an. Falls du mal arg in die Defensive getrieben bist, solltest du dich unbedingt mit deinem Schild schützen. Um ihn wieder zu senken, ziehe entweder in den Schwert oder drücke B, um sowohl Schild als auch Schwert wegzustecken. Denk jedoch daran, dass du deine Verteidigung aufgibst, sobald du dein Schwert schwingst. Sei also vorsichtig. Versuch dies als erstes. Drücke auf L.
Yeah. Also wenn du hier auf L drückst, dann macht es hier so... Shift. Ach, keine Ahnung, Grundlagen. Ja, Grundlagen sind durchaus wichtig. Bruh. Bin halt genauso schlecht wie David. Boah, schau mal, wie gut ich hier bin. Wild, weil damit kann man das nämlich blocken. Siehst du, ne? Dann passiert das nicht genau das, was hier vorn passiert, aber wenn man es blocken kann. Das ist schon wild. Dann. Ich finde, ich habe genug gelernt. Und du bist, wärst bereit für das große Abenteuer. Ja. Das ist eine schwierige Sache, Entscheidung. Ich sehe es aber auch so. Was uns im schweren Abenteuer erwarten wird, das, meine lieben Freunde, seht ihr ab nächsten Part von Legend of Zelda Skyward Sword HD, der wie üblich morgen online kommen wird. Ich bedanke mich dementsprechend fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ich bin raus und ciao! Ciao!